Also wir beim DRK haben auch Spaß, nicht nur ernst, ja? Na gut, ob ein Sprung ins mit 5 Grad wirklich sehr kühle Nass bei 2 Grad Lufttemperatur wirklich unter die Kategorie Spaß fällt, sei mal dahingestellt. Aber eine Gaudi ist das jährliche Neujahrsbaden der Wasserwacht des DRK-Kreisverbands Fleming-Spreewald im Freibad Jüterbock natürlich in jedem Fall. Und das gilt für die mutigen Eisbader wie auch für die Zuschauer gleichermaßen. Philipp Arndt und Niklas Mark von der DRK Wasserwacht begnügen sich noch mit der Zuschauerrolle. Ohne sie und ihre zahlreichen ehrenamtlichen Kameraden des DRK Fleming-Spreewald könnte hier aber trotzdem keiner baden gehen. Sie sind die Ersten, die kommen und die Letzten, die gehen. Denn auch wenn hier bereits zum 14. Mal in die eisigen Fluten gesprungen wird, Vor- und Nachbereitung des Neujahrsbadens nehmen immer noch viel Zeit in Anspruch und sind stets ein kleiner Spagat zwischen Spaß und Pflicht. Der Spaß ist halt, dass wir hier reinspringen dürfen, ne? Also auch die, die hier arbeiten, sage ich mal, in dem Ehrenamt, dürfen selber reinspringen. Und die Pflicht ist halt, naja, darauf achten, dass nichts passiert. Dass keiner untergeht, deswegen sind auch die Taucher im Wasser, dass keiner verletzt wird. Ja, und dass halt alle Spaß haben, ne? Also von den Zuschauern als auch von uns. Von uns Ehrenamtlern. Eine gute Woche insgesamt an Aufwand haben wir trotzdem jedes Mal immer noch, um einfach alles zu gewerkstelligen und dass es sicher ist. Dann natürlich noch die Planung der Vorführung. Da sitzen wir immer noch extra dabei, gucken mit den Leuten, die sagen, ey, ich habe Lust drauf, ich möchte mir gerne in der Vorführung mitwirken, mitmachen. Was können Sie vom Ausbildungsstand schon leisten? Was trauen Sie sich zu? Aber auch, was wollen wir zeigen? Wo legen wir Wert drauf? Bei der traditionellen Einsatzvorführung sind diesmal auch der 19-jährige Philipp Arndt und sein Bruder mit dabei. Doch mitten in die Vorbereitung platzt die Nachricht, dass sie früher als geplant ran müssen. Ernsthaft? Ja. Emily ist gerade dran. Ist egal. Dann LKW oder KTW ist mir egal. Die Karnevalistenvorführung verzögert sich, die DRK-Übung wird vorgezogen. Jetzt muss es schnell gehen. Die Zuschauer sollen nicht länger warten, ein Ernstfall der anderen Sorte. Damit müssen wir leben. Das ist natürlich auch das, was unsere Funktätigkeiten mit beinhalten, dass es halt von jetzt auf gleich auch passieren kann. Und da haben natürlich unsere Teilnehmer gut reagiert und haben das ja sofort umsetzen können. Und tatsächlich, innerhalb kürzester Zeit wird die Einsatzbereitschaft hergestellt. Es gilt das alte Motto, was muss, das muss. Nicht so toll, wenn sowas so schnell passiert ist, oder? Naja, wir haben mehr Zeit, also wenn wir es so machen. Aber geht. Am Becken laufen derweil die Vorbereitungen für das eigentliche Neujahrsbaden. Das wird wie immer durch zwei Taucher der DRK-Wasserwacht abgesichert. Auch hier läuft nicht alles nach Plan. Doch die Ehrenamtlichen stellen erneut ihre schnelle Einsatzbereitschaft unter Beweis. Was ist das Problem? Also immer haben wir die Kälte, zum Beispiel mit dem Atemregler. Den darfst du vorher nicht anatmen, weil wir dann hier draußen eben zu kalt haben. Deswegen machen wir das immer erst im Wasser. Jetzt funktioniert es ja auch. Und jetzt haben wir noch ein Problem, dass der Entfläterschlauch vom Trockentauchanzug hat jetzt ein bisschen Luft, den muss ich jetzt ein bisschen festziehen. Prüfen, kontrollieren, reagieren. Das gilt für die DRK-Einsatzkräfte ebenso wie der ständige Kampf gegen die Routine. Die Gefahr hat man immer, dass sich die Routine einschleicht. Aber trotzdem müssen wir eben so gut sein, dass eben alles funktioniert. Ja, und es geht ja nicht normalerweise immer nur ein Taucher ins Wasser, die hier mehrere Taucher ins Wasser. Wenn dann wirklich mal einer ausfällt, weil irgendwas gebaut werden muss, dann ist es eben so, aber dann ist ein anderer Taucher schon wieder fertig. Doch auch ohne Zwischenfälle müssen die Ehrenamtlichen einiges an Aufwand betreiben, um das Neujahrsbaden alljährlich auf die Beine zu stellen. Der ist schon enorm. Also normalerweise mit hauptamtlichen Kräften wäre es viel besser, weil die immer vor Ort wären. Weil im ehrenamtlichen Bereich müssen wir ja im Grunde genommen erstmal alle alarmieren und dann fahren wir ja erst los. Philipp und seine Mitstreiter geben natürlich dennoch immer alles. Die Rettungsübung läuft trotz des unfreiwilligen Turbostarts routiniert und reibungslos. Uns kam es heute darauf an, zum einen zu demonstrieren, wie einsatzfähig, einsatzbereit unsere Rettungsschwimmer, aber auch unsere Sanitäter sind. Und was mir als beruflicher Rettungsdienstler vor allem wichtig ist, ist den Leuten die Angst zu nehmen und Hinweise zu geben, wie sie gerade in solcher Situation auch als Ersthelfer schon richtig und sinnvoll Erste Hilfe leisten können, bevor überhaupt ausgebildete Kräfte da sind.
Auch die kleinen Probleme beim Rettungstaucher sind schnell gelöst. Perfekt, keine Luft geht raus, sieht gut aus. Und wie hart ist die Sache für Sie jetzt hier die ganze Zeit? Hier der Na, so anderthalb Stunden ist schon auch mit dem Anzug spektakulär. Da kommen wir dann schon bei 36 Grad, denke ich mal, an der Körpertemperatur. Also für Sie das echte Neujahrs-Anbaden hier? Ja. Aber wir sind jetzt ja ein bisschen gewöhnt, sage ich mal, bei den Temperaturen mit Tauchzeug ins Wasser zu gehen. Ist natürlich nicht so, wie wenn man nur in Badehose geht. Ne? Nein, das vermutlich eher nicht. Heute war frisch kalt. Na dann rein. Am Ende sind alle zufrieden. Wir haben ein bisschen schneller geatmet wie sonst. Nennt man so die Schnappatmung durch die Kälte. Und ansonsten war alles in Ordnung. Alle haben gut trainiert zu Hause. Weit sah es ganz gut aus. Natürlich ein bisschen Unreimgehalten ist immer dabei, aber sonst ist es ganz gut gelaufen. Für Philipp Arndt steht fest, er will nichts anderes machen. Die Zusammenarbeit hier ist echt gut und mir macht Spaß. Also ich würde wahrscheinlich kein anderes Hobby machen wollen, weil es einfach wie eine zweite Familie ist, so für mich, würde ich jetzt mal so sagen. Auch wenn das fast immer bedeutet, als Erste da zu sein und als Letzte zu gehen.